Hallo ihr Lieben, ich glaube es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Tourenplan, weil ich in nächster Zeit so viel live mache und das alles so durcheinander ist, wollte ich das mal hier bündeln, ne? Ja. Und zwar könnt ihr jetzt unter anderem bei der dritten Doc-Tessa-Folge kurz zu sehen sein, da machen wir nämlich in Verbindung mit einem Gnieche-Treffen, aber ich fange mal chronologisch an. Okay, und zwar gleich, falls ihr heute dieses Video seht, am Mittwoch, dem 15.04., dann könnt ihr abends um 21.15 Uhr wieder einen Livestream auf YouNow sehen, ne? Alle Adressen und Daten und so, alles was ich heute jetzt hier sage, steht auch unten in der Videobeschreibung. Denn am Freitag, den 17.04., da geht's weiter, voraussichtlich. Und zwar bin ich da in einem Loop von Marty Fischer für Klavinova zu sehen, auf seinem Kanal. Mit ganz viel Glück ist der vielleicht auch schon Donnerstag online. Mal gucken, aber ihr könnt es ja da sehen. So, am 22., 24. und 25.04., also in der Woche, da ist das Oxmox Viertelfinale, ne? Einige lange Besucher meines Kanals kennen ja schon das Oxmox, den Oxmox Band Contest, so heißt es ja richtig. Und zwar moderiere ich den, ja, ganz viele Bands, Hardrock, Metal und so weiter und so fort, kämpfen um den ersten Platz, ja. Und das Viertelfinale ist etwas kleiner, es ist im Grünen Jäger in Hamburg, aber es ist trotzdem sehr gemütlich und sehr lustig und wer vorbeikommen will, kommt vorbei, nicht wahr? So, am 2.5. ist der Video Day, da trete ich mit Marty Fischer für Klavinova. Trete ich da als Doc Tessor auf mit dem Song I Will Erfinden. Yeah, kommt alle vorbei, singt mit, grölt mit. Ihr könnt den Link zu dem Video könnt ihr nochmal hier unten auch mit drin sehen. Und ich würde mich ganz freuen, wenn ihr alle kommt. Ich überlege auch eventuell am Gnichel-Feiertag, also am 1.5. auch schon zum Video Day zu kommen, um ein bisschen persönlich mit euch zu reden, für euch da sein, Autogramme und so weiter und so fort. Aber mal gucken, weil da ist ja Gnichel-Feiertag, da feiern ja alle Gnichel Geburt, deswegen haben wir auch alle frei am 1. Mai, ist ja klar. So, am 10.5. Achtung, da gibt es dann auf jeden Fall ein Gnichel-Treffen in Bremen. Ja. In Bremen gibt es ein Gnichel-Treffen und da drehen wir gleich zusammen, alle zusammen, eine Massenszene für die dritte Doc Tessa-Folge. Hm? Kommt vorbei, ihr könnt auch auf Facebook die Veranstaltung sehen, einfach mal Gnichel-Treffen eingeben da und so, dann kommt ihr auch dahin. So, dann könnt ihr euch schon mal vormerken für die Zukunft. Irgendwann kommt natürlich auch das Halbfinale vom Oxmox Band Contest. Im August ist das Finale, groß in der Hamburger Markthalle. Yeah, da möchte ich auf jeden Fall ganz viele von euch sehen, die da Stimmung machen, weil da ist richtig viel Platz. Und im September gibt es einen neuen Liederabend. Und im Oktober gibt es Cats. Wieder. Ab 9. Mai ist da übrigens Kartenvorverkauf. Da könnt ihr euch wieder Karten sichern. Macht das auch bitte, weil die Karten sind immer sehr, sehr gefragt. Haben wir ja in der letzten Staffel von Cats gesehen. Ja, ansonsten gibt es auch dann hoffentlich irgendwann die neue Doc Tessa-Folge. Wir haben schon die ersten Szenen gedreht, aber das dauert noch etwas. Mal gucken. Kommt vorbei! Bis dann! Rock'n'Roll!